Jetzt ist der 1. FC Saarbrücken erst recht in der Pflicht zu punkten. Allerdings die Aufgabe heute weitaus schwieriger als die von Lotte. Ging es doch zu Leverkusen 2, eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und beim FCS mit schlechten Vorzeichen, denn Markus Mann, der FCS-Kapitän, er war angeschlagen und er konnte nicht mitspielen. Eine Zerrung, die warf ihn auf jeden Fall zurück. Ja, da war die Hoffnung groß, zum einen darauf, dass vielleicht im Abschlusstraining er doch noch sagen kann, geht heute doch, aber nichts wurde draus. Da musste man die Hoffnungen begraben, nicht aber die Hoffnungen auf einen Punktgewinn in Leverkusen. Frank Grundhefer. Der Ausfall von Markus Mann, der schmerzt auf jeden Fall. Aber genauso bitter das Fehlen von Nico Zimmermann. Er muss heute wegen der 5. gelben Karte aussetzen. Mal sehen, wer heute für ihn die Standards übernimmt. Dafür seit Monaten zum ersten Mal wieder im Kader Stürmer Michael Petri. Dieter Ferner hat somit endlich wieder eine Alternative mehr im Offensivbereich. Die mitgereisten Saarbrücker müssen für Stimmung sorgen, denn Fans von Bayer Leverkusen 2 gibt's nicht, sagt zumindest Bayer-Coach Ulf Kirsten. Lukas Kohler, er ist für Markus Mann in der Mannschaft. Dieter Ferner hat heute früh noch einmal betont, wir wollen in Leverkusen gewinnen. Die erste Viertelstunde bringt nichts Zeigenswertes, dann eröffnet der FCS das Spiel mit einer Offensivaktion. Nico Weißmann ist das und da wird es zum ersten Mal richtig gefährlich für das Leverkusener Tor. Nico Weißmann und die anderen Mittelfeldspieler sind heute doppelt gefragt, müssen sie doch den Ausfall von Nico Zimmermann kompensieren. Weißmann ist Dieter Ferners zweitbester Schütze, 5-mal hat er bereits getroffen. Auch die zweite Möglichkeit wird für die Blau-Schwarzen notiert. Fuchs ist das. Und dann kommt Lukas Kohler, er mit der Möglichkeit. Lukas Kohler ist der Springer im Team von Dieter Ferner. Immer verlässlich, immer von der ersten Minute an wach. Ob von Beginn an wie heute oder von der Bank kommend. Saarbrücken bestimmt die Partie ab der 15. Minute. Bayer Leverkusen findet kein Durchkommen zum Strafraum des FCS. Die Saarländer drücken weiter auf den Führungstreffer. Leverkusen kann sich kaum Freiräume erarbeiten. Weißmann sieht Girgic. Doch noch ist das alles ein bisschen ungenau, auch wenn man die Mannschaft von Ulf Kirsten so zumindest vom eigenen Tor fernhält. Velimir Girgic, immer einer der kampfstärksten Spieler des FCS. Erst nach einer halben Stunde muss Saarbrücken zum ersten Mal aufpassen. Der Eckball und dann Enver Marina. Der Torhüter des FCS ist seit Tagen durch eine Erkältung gehandicapt, meldete sich aber trotzdem spielbereit. Jetzt eine bessere Phase für die U23 des Bundesligisten. Saarbrücken wird tief in die eigene Hälfte, bis in den eigenen Strafraum gedrückt. Dann Otto mit dem Fehler. Zieber gegen Marina und das 1:0, 36. Minute. Saisontreffer Nummer 6 für den Polen. Zieber und die Saarbrücker Abwehr mit einer Mischung aus fehlendem Glück und Pech. Ottos Klärungsversuch ist eher ein genialer Pass für Zieber und Marina irgendwie unkontrolliert. Der erste Saarbrücker Gegentreffer nach genau 440 Minuten. Mit nur 1,5 Chancen kommt Leverkusen zu einem Treffer. Die Abwehr des FCS in dieser Szene einfach schwach. Saarbrücken ja zuletzt mit 2 Siegen in Folge, drängt jetzt noch vor der Pause auf den Ausgleich. Das Zuspiel von Laurenti auf Markus Fuchs. Aber diese Szene bezeichnend für das Spiel des FCS, bis zur Halbzeit wenig spielerische Akzente. Eine mäßige Hälfte des FCS, der sich jetzt steigern muss. Und in die Pause wird Saarbrücken mit Zärtlichkeiten geschickt. Schauen Sie, wie liebevoll sich Leverkusens Torhüter Fernandes um Markus Fuchs kümmert. Es gibt noch Nächstenliebe im deutschen Fußball. Noch ist das Spiel des FCS eine Baustelle mit der Hoffnung auf mehr in die zweite Hälfte. Saarbrücken stürmerisch, Einwurf Sitko. 5 Minuten im zweiten Abschnitt vergangen. Zeitz
Und Nico Weißmann mit dem Ausgleich. 1:1. Die Antwort des FCS auf den Rückstand lautet Ausgleichstreffer. Jetzt ist der Aufsteiger, der gleichzeitig Aufstiegsaspirant ist, wieder im Spiel. Hier setzt sich der Stärkere, der unbedingte Wille, gleich mehrfach durch. Salzberger Fato und dann Nico Weißmann ganz abgeklärt. Und jetzt wird hier im Südstadion richtig gefightet. Zum Beleg diese Szene. An der kämpferischen Haltung des FCS gibt es wenig zu bemängeln. Und die nächste Chance für Saarbrücken. Zeitz spielt da Girgic frei. Und Girgic trifft auch das Tor. Doch im Hintergrund hören Sie den Abseitspfiff von Schiedsrichter Jöllenbeck. Keine der Kameraperspektiven gibt Aufschluss, in jedem Fall eine knappe Entscheidung. Vertrauen wir den Unparteiischen. Mittlerweile ist Mosain in die Partie gekommen und der Tabellenführer treibt das Spiel an. Kein großer Fußball, aber Spannung, weil es um die Verteidigung der Tabellenspitze geht. Da ist Mosain. Leverkusen in der passiven Verteidigungshaltung, Saarbrücken dominiert. Chancen für Leverkusen gibt es im zweiten Abschnitt bislang gar nicht. Und jetzt rennt das Team von Dieter Ferner gegen ein Bollwerk an. Wo ist die Lücke? Wann ergibt sich der Bruchteil einer Sekunde, den richtigen Ball zu spielen? Der FCS lauert. Dann Otto. Und Manuel Zeitz mit allen Mitteln, der Zusammenprall mit Torhüter Fernandes. Beide kurzzeitig benommen, aber beide können weiterspielen. Der Einsatz von Zeitz grenzwertig, aber Absicht ist hier sicher nicht im Spiel. Dann muss Weißmann angeschlagen vom Platz. Metin kommt, auch Petri ist mittlerweile eingewechselt. Dieter Ferner hat sein Kontingent ausgeschöpft. Personell ist alles auf dem Feld. Jetzt müssen ja Ideen kreiert werden. Aber es bleibt schwer gegen defensive Leverkusener. Otto und Kohler wollen diesen Ball und erobern, erkämpfen ihn. Aber immer wieder finden die Chancen des FCS ein Ende wie hier. Wladimir Girgic und dann ist Schluss. Der FCS spielt nicht berauschend. Aber wer will von diesem Team schon erwarten, dass es so im Vorbeigehen jedes Spiel bis zum Saisonende gewinnt? Ich muss sagen, wir haben heute kein sehr gutes Spiel gemacht, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, obwohl wir da 10 Minuten eigentlich ganz gut angefangen haben. Aber danach ist bei uns spielerisch gar nicht zusammengelaufen. Das 1-0 war eigentlich symptomatisch. Da stehen 4 Abwehrspieler um einen Angreifer rum und der macht das Tor. Darf normalerweise nicht passieren. So kann man keine Punkte wegschenken. Nach dem Spielverlauf, denke ich, wäre ein Sieg verdient gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man auch jetzt auch mal mit dem Unentschieden zufrieden sein. Michael Petri wird dann nach langer Verletzungspause in den Block gerufen. Die Stimmung zwischen Fans und Mannschaft ist in Ordnung. Und vielleicht ist dieser Punkt aus Leverkusen am Ende mehr wert, als man heute glauben mag. Thomas Bramel. Zunächst einmal werden jetzt aus 5 Punkten 3 Punkte Vorsprung, aber eben zumindest einen Punkt mitgenommen aus Leverkusen. Gleich 3 Punkte mitgenommen von auswärts und das aus Mönchengladbach von der Borussia 2 hat die SV Elversberg mit einem 1:0-Sieg durch Emre Gür